Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Queen's Quest. Wir sind jetzt hier im Haus von Hänsel und Gretel. Die Kinder sind natürlich verschwunden und der Vater behauptet ganz konsequent, er hat keine Kinder. So, jetzt haben wir mal ein Bild und jetzt gucken wir mal die Reaktion. Oh, I made a great mistake. A man came by and took them away. He threatened to burn everything we own to the ground and us with it if we told anyone. Can you find them? I need to get my children back. Aha, jemand hat sie entführt und die hat nichts damit zu tun. Genau, ganz klar. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wir kennen ja die Geschichte von Hänsel und Gretel, ne? So, dann können wir weiter hier im bösen Wald. Hier war eigentlich sonst nichts weiter. Warum können wir das uns angucken? Ach, Süßigkeiten sammeln. Ah, okay. Dann sammeln wir Süßigkeiten. Ja, gar nichts mit Hänsel und Gretel zu tun. Da oben ist was. Das dann noch. Das. Da ist noch was. Es fehlt noch was, ne? Eine Süßigkeit fehlt noch. Ich muss nur gucken, wo die ist. Das da? Achso, okay. Hätte auch was anderes sein können. Hätte auch ein Stein sein können. Ne? Blauen Muffin haben wir gefunden. Der scheint ja relevant zu sein. Ich finde das so schön mit diesen Lichtern und den Glühwürmchen. So. Jetzt haben wir den Wald. Okay, gibt es irgendwie einen richtigen Weg? Ah, okay. Wenn wir das frei machen, dann markiert sich das auch auf der Karte. Und das andere müsste hier sein. Okay. Ah, okay, okay. Ja, gut. Das ist ja easy. Es sah auf den ersten Blick schwierig aus, aber auf der Karte werden entsprechend die Dinger markiert oder wurden markiert, wo eben diese zu sehen sind. Und die müssen wir im Endeffekt verbinden. Der, der als erstes soll, wird leuchtet und sobald wir mit der Maus rübergehen, wissen wir, wen wir als nächstes verbinden müssen. Und dann wird entsprechend der richtige Weg markiert. Okay. Häschen. Achso, hat was verdeckt, du. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Was ist das denn für eine Höhle? Ich kann da nicht hin. Wer weiß, was da drin lebt. Ja, überhaupt nicht neugierig oder so. Damit fängt es an. Geht's mit dem weiter, mit dem und mit dem. Da geht's. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht. Und da haben wir das wunderschöne Knusperhäuschen. Ah, hier ein bisschen Milch. Hm. Ja, will aber nicht, weil uns wahrscheinlich so ein Schüsselchen fehlt oder so. Da ist was Wimmelbildmäßiges. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen einen... Oh, der Vogel verändert sich. Ha, ich hab ihn gerade gefunden. Brauchen wir eine Feder? Ja, Feder brauchen wir drei Stück, ja. So, die haben wir. Schuhbürste, Hake, leere Dose, Trichter, Löffel. Trichter, Löffel? Löffel, da. Pfirsich, Schmetterling und roter Slipper, da. So, der Kescher und die Schildkröte ist das, was uns noch fehlt, wo wir was machen müssen. Ah, okay. Die Schildkröte scheint aber hier nicht drin zu sein. Ah, die ist da. Ich hab's gerade gesehen. Gut. Was haben wir gekriegt? Den Kescher. Okay. So, gucken wir uns hier weiter um. Da war eine Figur. Da ist ein Puzzle. Haha. So, gucken wir uns mal weiter um. Schön wäre es, wenn alle Figuren, vor allem auch die Figuren eben sich immer so darbieten oder nicht, ne? Aber ich habe immer so das Gefühl, dass ich, also ich habe nicht nur das Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das ein oder andere schon längst übersehen habe. Und wenn die dann immer mal verschwinden und wieder auftauchen, kann es ja gut sein, dass dadurch, dass ich mich immer auf einen bestimmten Bereich in dem gesamten Bild fokussiere, dass es dann untergeht, ne? Der Teich, es kommt nicht so ran mit dem Kescher.
Da haben wir noch so ein Lila Muffin. Und ich meine, die Katze hatte auch was, ne? Ja, wow. Naja, die Tür. Ich kann nicht klar sehen. Lupe? Okay, hier haben wir Zeichen. Musst du bestimmt in der richtigen Reihenfolge drücken, hä? Aber da erstmal rausfinden, in welcher Reihenfolge. Also da kann ich mich ja dumm und dusselig versuchen, hä? Ah nee, warte mal. Das sind selbe Symbole, fällt mir gerade auf. Ah, okay. Gut. Wir müssen also die doppelten... Das habe ich doch hier oben gesehen, genau. Entsprechend markieren. Das, das, nein. Nein. Da. Das. Mit dem. Haben wir noch was? Ja, haben wir noch. Da. Okay, wir haben alle. Wir haben alle, wir haben alle, wir haben alle. I've caught you, my little fly. You will be a nice addition to my meal. Wait until I prepare the children first. Help us! Help us get out of here! Okay. Wir haben die Kinder schon mal gefunden. Problem ist, wir sind ein bisschen eingesperrt. Okay, alles klar. Und warum sind wir eigentlich der Nebengang? Ich... Gehe eigentlich davon aus, dass an uns mehr dran ist als an den Kindern, oder? Was haben wir hier? Papier? Ah, okay. Warum knabbern wir uns eigentlich nicht einfach so durch? Oh! Was kann ich damit machen? Kinder! Stopp, stopp, Schnick. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich soll das Schloss noch nicht berühren, bis ich nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe. Mit einer Knusperhexe? Das kann ich... Okay, ich muss warten, bis die Hexe weiter weg ist. Wie schaffe ich das, dass die weiter weg ist? Was ist das da? Diese Flasche ist voll mit glitschigem Öl. Ich könnte sie umschmeißen, wenn ich etwas darauf werbe. Ja, dann nimm halt die Stange hier, da. Ich muss doch einmal... Hat nicht funktioniert, okay. Ah, okay, da komme ich nicht ran. Das nehme ich. Dann habe ich die Schleuder. Und kann dann mit dem Bonbon drauf schießen. Okay. Muss ich auch noch abpassen. Zack! Help us! Help us get out of here! Es ist so stumpf. Es ist so herrlich stumpf. Ach ja, gut. Bis sie weiter weg ist. Ich glaube, sie ist weit weg genug, hä? Würde ich mal behaupten. Ich bin immer noch für Durchknabbern gewesen, aber Schmelzen ist auch vollkommen in Ordnung. So, das... Ich glaube, ich soll die Kinder befreien. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich soll das tun. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Frau, die am Boden liegt. Das ist gut, die hat einen Brief. Immer diese ominösen Briefe hier. Stelle das Gift her und du wirst großzügig belohnt werden. Kümmere dich um die Eindringlinge. Unsere Zeit ist gekommen. Alles klar. Die hat also ein Gift hergestellt. Da war doch gerade was. Da hat doch gerade... Ah, Puzzleteil. Help us! Help us get out of here! Okay, wir haben schon mal einen lilanen Muffin und wir haben einen blauen Muffin. Den roten, der fehlt uns noch. Aber ich meine, hatte die Katze nicht so einen? Ja, ne? Da. Aber die Milch geht nicht. Aber ich habe auch nichts drin. Ich habe nur den Kescher. Ja, klar. Logisch. Ah, okay. Okay. Hab eine Katze im Inventar.
Ach, etwas Milch könnte sie glücklich machen. Hier, bitte. Wie Katzen so sind, müssen sie alles umstoßen. Jetzt haben wir aber den roten Muffin. Dann können wir die jetzt da rausholen. Okay. Ich kann die einzeln bewegen. Sollen die da auf die Linie? Das ist ja einfach. Oh, okay. Okay, die Außen kann ich bewegen einzeln. Das Innen kann ich mit dem rechts in eine Richtung und das linke bewegt sich ganz anders. Aber rein theoretisch müsste es doch problemlos gehen, oder? Okay, ich habe die Kinder befreit, aber ich habe dieses Rätsel nicht ganz kapiert. Also ich dachte ja schon auf einer Linie, so mit den Pfeilen halt. Das war ja eigentlich recht offensichtlich, aber ich hatte sie ja auf der Linie und da ist nichts passiert. Da dachte ich so, okay, daneben waren ja noch diese Löcher. Müssten vielleicht alles schwarz sein. Das wollte ich jetzt gerade versuchen, mit Gelb und Grün hinzukriegen, weil Pink war ja schon entsprechend frei. So ein bisschen nach unten bewegt, beziehungsweise, ja, so unterhalb der Linie und jetzt, dann hat es von alleine korrigiert und hat es geöffnet. Hä? You saved us! They thought that the witch was going to eat us. We heard the witch talk to the man who kidnapped us about some poison she was supposed to make to kill the king. The man dropped this while he was leaving. Okay. Ein Ohrring und das da. Das kommt mir bekannt vor. Also ich muss sagen, die Kinder hier so in dem Bild sind ein bisschen unheimlich. So ein kleines bisschen jedenfalls. Minimal. Wuhu. Boah, ich will die nur noch weghaben. Von der Junge sieht so unheimlich aus. You before that the man is going to kill us. What is that? It isn't mine. Fine. So what if I did it? We hardly have any food to eat. Without those children, our lives would have been much easier. You planned all of it? No. I just thought that it was a good opportunity. I don't want to hear any excuses. Go away. I never want to see you again. Thank you. Without you, I would have lost my children. Okay. Erstattet dem König Bericht. Ich sollte den König die Beweise gegen den General verlegen. Haha, ich habe doch gesagt, das ist der General. Ich glaube, das hat er vorher umgehabt. Kann das sein? Deswegen kam es mir vielleicht bekannt vor. Ich sagte doch, es ist der General. Das ist so offensichtlich. General, this looks like your pendant. It seems I have been discovered. What is the meaning of this? Are you behind everything? No. I am. Guards! The alchemist has attacked the king! What? What's happening? The poor child is confused. Take her to the dungeon. Okay, wir sind im Verlies. Aber wir, ne, die Alchemistin, haben die Prinzessin jetzt auch ins Verlies geworfen? Weil das klang so. Also erstmal, es ist total klischeehaft. Zum einen der General, das war mir von vornherein ja schon klar und bewusst gewesen. Zum anderen ist es so klassisch, dass dann die Königin eigentlich hinter allem steckt und der General so die Tricksarbeit für sie erledigt hat. Und
ich war jetzt nur ein bisschen irritiert, weil dann die Prinzessin ja anfing so, was macht ihr da? Ach, die ist verwirrt. Los, wirft sie ins Verlies. Aber ich glaube, die haben mich gemeint. Ich gehe davon aus, dass ich diejenige bin, die im Verlies ist. Und da ist ein Puzzleteil. Was haben wir hier? Ein Haken. Okay. Das ist zu weit weg, da komme ich nicht ran. Ich glaube nicht, dass ich hier zurückgehe. Okay, warum auch sich befreien, ne? Das ist ja irrelevant. Hier sind auf jeden Fall komische Runen. Sind diese Runen in den Stein eingelassen? Ich könnte sie wahrscheinlich aktivieren, aber ich kenne die Reihenfolge nicht. Okay. Ach so, da wird hier die Reihenfolge draufstehen, ha? Was haben wir hier? Ah ne, das sind doch die Runen. Hier ist noch was. Da haben wir ein Seil. Wofür brauchen wir ein Seil? Und da können wir da rankommen? Ah, okay. Ach, um das aneinander zu binden, ha? Ah, und jetzt kommen wir natürlich hier ran. Klar. Achso, das müssen wir hier anwenden. Klar, hängen wir wieder hier hin, weil wir ja einen Nagel haben, um das in den Stein reinzuhängen. Nein, sonst wüssten wir ja gar nicht, was wir zu tun haben. Das als erstes, das als zweites und das als drittes. Aber da stehen ja die römischen Zahlen davor. Diesen Vogel habe ich schon einmal gesehen. Er gehört Robin Hood. Benutze dies für deine Flucht. Ich warte in der Nähe auf dich. Dein Freund Robin. Ja, da hat es sich ja gelohnt, dass wir ihn geheilt haben. Ich war ja kurz am Überlegen, ob man es nicht macht, aber ich dachte mir so, nee, wir können nicht nur auf der falschen Seite sein. Und die Gitterstäbe. Ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen... Ja, also... Man kennt's ja. Dieses, man fällt dann die Gitterstäbe auf und kommt so in die Freiheit. Aber das ist doch voll mühselig, oder? Das geht doch nicht so ratzfatz. Also das kann ich mir beim besten Film nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, das ist... Oder funktioniert das so gut? Kennt sich da jemand mit aus? Hat sich jemand schon mal mit einer Feile durch Gitterstäbe gesäbelt? Naja, ich würde aber an dieser Stelle einen Schnitt setzen, selbst wenn die Folge vielleicht etwas kürzer sein sollte, aber es ist so schön passend, so Cliffhanger-mäßig, Spannungsbogen aufbauen und so, ne, hier, weil wir können ja in die Flucht, also die Flucht, in die Freiheit flüchten, so rum. Und da passt es ganz gut und manche andere Folgen sind ja auch ein bisschen länger, mal davon abgesehen. Gut, dann, wie gesagt, mache ich hier den Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Teil.